Auf unserer neuesten Lost Place Tour erleben wir ein besonders aufregendes und ereignisreiches Abenteuer. Diesmal begleitet von Yannick und Joey. Unsere Abenteuerlust führt uns in eine Region, die stark von der Flut betroffen wurde. Während wir eine seit vielen Jahren verlassene Fabrik durchstreifen, stolpert Joey plötzlich über einen Geldschein. Doch bei dieser Location passiert dann etwas Unerwartetes. Anschließend folgen wir einem Zuschauerhinweis in einen dicht bewachsenen Wald. Dort entdecken wir ein seit vielen Jahren verlassenes Haus, auf dessen Grundstück noch einige Fahrzeuge zurückgelassen wurden. So Leute, bevor das Ganze hier so richtig losgeht, haben wir noch eine ganz wichtige Mitteilung für euch. Und zwar könnt ihr nämlich aktuell 15% sparen auf die Sachen von Revolution Race. Ihr wisst, wir tragen die Sachen schon seit vielen Jahren bei unseren Abenteuern. Und gerade bei all den verrückten Dingen, die wir immer so machen, sind die Sachen einfach perfekt. Gerade die Hosen sind absolut super robust, super stretchy und perfekt für diese Lost Place Abenteuer. Also, wie gesagt, bei unseren Videos habt ihr das ja schon häufig gesehen, wie viel diese Sachen aushalten, das ist echt der absolute Hammer. Mittlerweile haben wir nicht nur Hosen von Revolution Race, sondern auch Jacken, T-Shirts, hier solche Überziehsachen und auch Schuhe von Revolution Race. Die haben ein richtig großes Sortiment, da würde ich echt mal empfehlen, vorbeizuschauen. Mit dem Code LOSTPLACE15 könnt ihr satte 15% auf das ganze Sortiment sparen und zwar einschließlich bis zum 7.7. Also schaut auf jeden Fall unbedingt mal bei Revolution Race vorbei. Der Link zur Homepage und der Code sind nach meiner Videobeschreibung verlinkt. Und jetzt würde ich sagen, starten wir das Abenteuer. Let's go! So Leute, wir sind jetzt in der Halle drin. Hui. Der Rauchmelder piept. Und hier am Boden sieht es aus wie eine Kraterlandschaft, ne? Ja, das ist halt, ne? Sieht sehr schlammig aus, ja. Flut. Ja, das Ganze musste nämlich geschlossen werden wegen einer Flut. Und wie man das hier am Boden sieht, ist hier unter uns noch der ganze Schlamm, die ganze Erde noch vorhanden. Und hier sieht man das ganz, ganz gut. Wie so eine Mondlandschaft, ne? Ja, stand wahrscheinlich alles mal hier unter, komplett unter Wasser, ne? Kann man ja auch hier ein bisschen an der Wand sehen. Und da wird natürlich der ganze Schlamm hier mit reingezogen worden sein. Wir waren jetzt das erste Mal vor zwei Wochen hier. Nee, mit Dingen. Vor anderthalb Wochen. Aber vor einem Jahr standen wir schon mal hier vor. Ja. Da haben wir gesagt, nee, komm, willst du nicht. Und, naja. Es hätte sich gelohnt. Es hätte sich gelohnt, ja. Oh ja. Gucken wir mal, was wir hier noch so sehen. Es gibt noch einiges zu entdecken. Bleibt also dran. Yannick hat gesagt, es lohnt sich. Auf den ersten Blick sieht es auf jeden Fall aus wie so ein Lost Place, der schon lange verlassen ist und eigentlich nichts mehr an Inventar bereithält. Aber da vorne, guck mal hier, sind irgendwelche Schränke oder so, ne? Da stolpert nicht hier über irgendwelche Sachen an, ja? Ja, das Einzige, was da eigentlich ist, ne? Und man fällt drüber. Ja, hier. Boah, guck dir das mal hier an. Ja, da hier Badezimmerarmaturen offenbar produziert worden sind, könnte das ja hier vielleicht ein Badezimmerschrank gewesen sein, ne? Mhm. Sieht zumindest danach aus. Mein Gott, läufst du jetzt hier über so einen Schlammberg. Schlammberg, ja, aber echt, ne? Also hier ist der Spezialist für die, kann ich nicht lesen, Telefonbuch, ne? Dusche? Nein, das ist ein Katalog, Sabina. Ach, das ist ein Katalog? Das ist ein Katalog, ja. Da kennst du gar nicht mehr, ey. Boah, das, krass. Dusche, irgendwie Profil, irgendwas, 2021. 2021? Dusche und Bad, auf jeden Fall. Und der ist, guck mal, steinhart natürlich, mhm, ne? Kannst du hier mit erschlagen. Guck mal, hier sind noch ganze Kartons, da waren vermutlich auch noch Sachen drin, ne? Ja, hier sieht man es. Berlin. In was steht da? Matt White. So, hier geht die Halle noch mal komplett weiter. Die macht so einen Kreis und dann ist man wieder genau hier in dem Bereich, wo wir gerade reingekommen sind. Hier piept übrigens ein Rauchmelder. Hier halt in dem Bereich war komplett die Lagerfläche und der super interessante Teil, der kommt gleich auf jeden Fall da hinten. Schaut euch das mal an, wie das hier aussieht. Hier war so eine Waage gewesen. Und hier sieht man das noch, bis 1000 Kilo konnte die wiegen und jetzt mittlerweile schon zerdeppert. Ja, und hier auf der Waage
ist halt einfach diese ganze Schlammschicht, ne, auf der ich hier gerade stehe. Hier ist komplett das Wasser durchgelaufen, den ganzen Dreck hier reingespült und das ist alles so der Rest, der davon übrig geblieben ist. Seht ihr diese Fußabdrücke hier in dem Schlamm? Hey Leute, Joey hat jetzt hier gerade 10 Euro gefunden. 10 Euro gefunden. Der liegt aber auch schon im Moment, oder? Ich denke so, was ist denn das? Aber da hast du von über die Hälfte, also könntest du zur Bank gehen und kannst du dann umtauschen. Dann bekommst du den echt, macht ne? Noch irgendwas? Ja. Das ist ja witzig. Das sind Dinge, dass das hier so ausgewaschen ist, ne? Weil hier ist jetzt diese Sicherheitsstreifen. Ja, das genau. Ich habe 10 Euro in der Tasche, warte mal. Halt mal eben. Ich guck mal, ob ich 10 Euro kenne. Der fühlt sich auf jeden Fall noch... Natürlich nur für Nüher. Krass, ey. Wahnsinn, ne? Hast du gut gesehen. Ja. War hier das geschulte Auge. In dem Schlamm lag einfach hier, ne? Zugerollt vor allen Dingen, ne? So eingerollt. Das lag hier so. So lag das da. Ich denke so, was ist das denn? Witzig, ey. Ja. Ja, wo einer ist, sind vielleicht auch mehrere. Ja, steck ein, vielleicht. Müsste aber bei der Bank eigentlich umgetauscht bekommen. Das fühlt sich auch echt an. Ja, ja. Ich würde schon fast sagen, dass der echt ist. Ja. 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 Glückwunsch. Guter 10 Euro. Yeah. Ja, ich bin reich. Guck mal, hier ist einfach noch Wasser drin im Schlauch. Krass, ne? Kannst du da richtig schön sehen? Hier bewegt sich da schön. Da haben sie noch versucht. Ja. Hoppala. So, hier wird es etwas dunkler. Man sieht leider schon einige zerdepperte Scheiben. Frage ich mich halt nur, ob die von dem Wasser kaputt gemacht wurden oder eher von irgendwelchen Idioten. Was meinst du? Ich denke, das Letztere. Ja, die Vermutung hatte ich auch gehabt. Aber guck dir mal oben die Decke an. Ja, total durchnässt, ne? Mhm. Ist komplett durch. Krass, ey. Hier ist richtig, richtig feucht, ey. Aber schön, eigentlich. Also schöner Verfall, wenn man jetzt nicht wüsste, dass jetzt hier die Flut gewesen wäre und natürlich auch dementsprechend Schaden angerichtet hat, ne? Wäre es eigentlich ganz, ein ganz schöner Lost Place, ne? Finde ich auch, sieht sehr schön aus. Und überall, egal wo wir hinlaufen, hier ist halt überall Schlamm. Schlamm noch, ne? Ich weiß nicht, ob man es gehört hat, aber da waren Stimmen. Ha? Ja. Sollen wir erstmal warten hier irgendwo? Ja, aber oben, wenn dann. Oben. Nicht hier unten. Ja, von hier aus könnten wir ja noch in den Wald laufen. Du musst jetzt eh aufpassen, dass da nicht jetzt. Ja, genau deswegen. Leute. Voll auf die Nase gefallen. Richtig gute Nasenbremse gemacht, ne? Ach, schön. Boah, ja. Was für ein Drama, ne? Ich sag's dir. Tja, wir stehen jetzt hier oben, wir können aber leider nicht wirklich gucken, was da unten... Das ist so verwinkelt, ne? Und so bewachsen einfach alles, ne? Du kannst es nicht sehen von hier aus. Das ist echt sehr komisch. Aber die Stimmen waren auf jeden Fall relativ nah. Also es kann nicht sein, dass es irgendwie von Wallace kam. Aber wir sehen halt auch keinen. Die Frage, ne? Was da jetzt Sache war. Ah, uns hatte vorhin schon wieder voll schwarz im Gesicht. Ja. Uns hatte vorhin noch eine Spaziergängerin gesehen. Keine Ahnung, ob die eventuell irgendjemanden gerufen hat. Schwierig, ne? Tja. Sehr, sehr schwierig. Tja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Vor allen Dingen die richtig geilen Sachen haben wir gar nicht gesehen, ne? Schade. Ja. Toll. Ja, ne? Ja. Wenn man so viel Angst hat wie wir, sollte man auch nicht dieses Hobby machen. Auf gar keinen Fall. Nee, also wir hätten ja auch jetzt einfach nach einem Kaffee fragen können. Ja. Oh ja, warum haben wir das nicht?
Kaffee noch mal Kuchen. Einer zurückgehen. Wir warten hier. Ja. Kann man machen, ne? Ja, Leute, auch in dem Fall sollte man natürlich lieber Vorsicht als Nachsicht walten lassen. Also zumindest sind wir so der Ansicht und handhaben wir das auch. Von daher sind wir ja auch bislang gut mitgefahren. Ne? Ehe wir jetzt der Polizei oder dem Eigentümer oder wen auch immer da in die Arme laufen. Oder der netten alten Dame, die für uns einen Kaffee vorbeigebracht hat. In die Arme laufen, hauen wir lieber ab. Ja, genau. Wir besuchten nun den Geheimtipp des Zuschauers. Ein Haus mitten im Wald, das selbst aus der Luft kaum zu erkennen ist. Man muss schon sehr genau hinsehen, um die Autos auf dem Grundstück zu erkennen. Mal sehen, was uns hier erwartet. Soll ich mal vorgehen? Was ist die Location, wo ihr an der vorgeht? Ich hätte auch schon mal hätte ja sein können, dass ich hier auf ist. Wäre natürlich zu einfach. Ja. Das wäre der. Also bist du ja. Super, wow. Ja, vielleicht ist einfach nur eine Sicherung raus. Kann ich mir sogar vorstellen. Ja. Hallo? Boah, die Spinne. Ja, was wollen die? Das ist ja irgendwo eine Spinne auch dabei. Ah, die Mücken sind schon schlimm hier, ne? Ja, die kommen auch da raus. Warum steht dieser Ofen hier vor der Tür? Vielleicht hat da mal jemand versucht zu sichern. Kugeln? Ich komme hier nicht raus, wenn sie Streifenwagen kommt. Wir kommen hier alle nicht mehr raus. Ja, vor allem, wo will der Streifenwagen halten? Das nächste. Ich schieße mir da mal. Erstmal muss ja auch jemand den Streifenwagen rufen. Ne? Also. Vorsicht. Bestimmt, wo die Autos sind. Also. Alter. Wolltest du erstmal gucken, ob sich das lohnt? Chaos hier drin. Räum mal auf. Also die Wasseruhr ist abmontiert, nur zur Kenntnis. Ach du Jemini, was ist das denn hier? Guck mal, ob sich das lohnt. Dann ist das Ganze offen. So Leute, wir sind jetzt drin, stehen gerade im Flur und hier ist eine Tür, die führt eigentlich nach draußen, aber die ist komplett zu. Hier ist sowas wie ein Badezimmer oder war das? Nein, das war eine Küche. Da hinten, da ist ja so ein Warmwasserboiler, ne? Ich glaube, das war eine Küche gewesen. Hier wahrscheinlich die Küchenzeile und überall diese Spinnennetze. Hier sieht man es auch sehr, sehr gut. Aber es ist einfach komplett zugestellt, wie man sieht. Komplett zugestellt. Es riecht auch so richtig abartig hier drin, ne? Ja. Ich weiß nicht, was das für ein Geruch ist, aber... Boah, ekelhaft. Krass, krass, krass. So zugestellt, das gibt's gar nicht, ne? Hier ist gerade der Raum, wo wir reingekommen sind. Und hier sieht man auch, der ganze Raum ist einfach komplett zu. Hier sind noch Schallplatten, wie man sieht. Und hier noch ein ganz altes Autoradio offenbar. Also jede Menge Krimskrams-Sachen, die hier so rumstehen. Ja, guck mal, hier hängt noch ein Kalender von 2015. Ja, das würde ich auch mal so vermuten. Ja. Für mich sieht das echt so aus, als hätte man hier einfach alles so reingeschmissen. Von da hinten aus, keine Ahnung, oder weiß ich nicht wo, einfach rein. Das ist ja nicht mehr geordnet hier oder so, ne? Also ich würde mal vermuten, dass es mal irgendwie eine Wohnung war. Aber ja. Zuletzt kann das ja offenbar nur noch als Lagerraum genutzt worden sein, oder? Ja, denke ich auch. So ja. Zugestellt, guckt euch das mal hier an, am Boden, wie das hier aussieht. Das ist richtig ultra, ultra krass, ey. Wirklich richtig heftig. Alles voll mit Sachen. Guck mal hier, das sind solche Becher, ne? Hm? Kennst du das nicht, wo die Süßigkeiten so drin sind? Stimmt, ja. Alles, die ganzen Kartons sind damit voll. Alles mit Bechern und Deckeln. Die ganzen Kartons, die hier stehen. Hier ist einfach alles, ne? Alles voll. Was ist das hier? Aber guck mal hier. Ich glaube, das passt zu dem, was ich gerade gefunden habe. Unsere Suppen. Straßenfest. Und dann irgendwie irgendwelche Suppen für 3,10 Euro oder 4,10 Euro in groß.
Und das ist von 2013. Das baut hin, ne? Vielleicht haben die so Suppen verkauft irgendwo und dafür waren diese Behälter dann da. Ja. Krass. Das war hier offenbar so das Lager dann gewesen. Ja, war schäbig. Vielleicht war es halt mal in Ordnung, ne? Da vorne war auch eine Spülmaschine übrigens, ne? Und guck mal, hier steht wie so ein Ofen oder irgendwas. Da war ja auch eine Küche ursprünglich mal. Ob die vielleicht hier in dem Haus die Suppen gekocht haben? Hä? Oh, bitte nicht. Und dann hast du die auf irgendwelchen Partys bekommen? Nee, ich hoffe mal nicht, oder? Ja. Also ich meine, damals wird es ja hoffentlich nicht so ausgesehen haben wie jetzt, aber die Vorstellung ist schon ein bisschen komisch. Guck mal, das wird auch passen. Hier ist so eine Suppen, so ein Suppending da, wo man halt Suppe mit warm machen kann. Und da auch nochmal so ein riesengroßer Kochtopf. Also hier ist wirklich die ganze Kücheneinrichtung in den einzelnen Bereichen. Ach, das meintest du gerade. Hier ist ein richtig großer Herd, ne? Ja, wahrscheinlich haben sie, ja, wahrscheinlich haben sie den ganzen Herd, der da jetzt steht, den werden sie wahrscheinlich da hinten früher gehabt haben. Wahrscheinlich werden sie einfach ihre Firma aufgelöst haben und alles hier so reingepackt haben. Weil hier ist auch so ein Tisch, wie man den aus der Küche kennt, ne? Stimmt, ja. Und da hinten, guck mal, ich weiß nicht, in diesem Korb, da sind auch noch so ein paar, ja, weiß nicht, so Gemüsebrühe oder irgendwie sowas, ja, vielleicht da, ja, oben drin, ne? Ja. Und Gewürz auf jeden Fall. Und guck mal, jetzt hier. Du musst echt aufpassen, wo du hinläufst, ne? Ja. Guck mal, hier zwei riesengroße Kühlschränke und wir machen die auf jeden Fall jetzt mal auf und hoffen, dass da nichts drin ist. Ja, ist leer und sauber. Hast du leider gesagt? Nee, ist leer und sauber. Achso, ja, wahrscheinlich ist leer leider. Nein, ist auch leer. Das ist ein Gefrierfach übrigens. Ja, aber was meinst du? Haben sie hier ihr Betrieb gehabt und haben nachher alles einfach weggeräumt oder hatten sie quasi woanders den Betrieb und haben das einfach hier hingepackt zum Lagern? Ich kann mir schon vorstellen, dass sie es hier gekocht haben. Irgendwie, ich weiß nicht. Die Vorstellung ist jetzt natürlich sehr komisch. Sag ich jetzt einfach mal, ne? Weil es halt jetzt so aussieht, wie es hier aussieht, ne? Ja, ja. Aber hier scheint ja auch noch mal eine Küche gewesen zu sein. Dann hatten die hier eine Küche und da drüben eine Küche an, ja? Ja, vielleicht, keine Ahnung. Guck mal hier. Sind noch, oh, hier steht sogar drauf. Puerto de la Cruz. Schön. Sehr schöne Anlage, ja? Teneriffa. So, gucken wir mal weiter. Hier stehen mal solche Pakete. Hier stehen Pakete, wo Logo draufsteht. Vielleicht haben sie da irgendwelche Sachen bedrucken lassen mit ihrem Logo. Oder vielleicht Außenwerbung. Ja, kann auch sein, ja. Dass es vielleicht die Außenwerbung war. Ja. Weil guck mal hier, was ist das hier? Sind es Aufkleber vielleicht von denen? Oder was ist das? Nee, da steht Diamanten. Boah, diese Mücken hier. Diamantgutachten. Ich weiß nicht, vielleicht haben die ja auch. Weiß auch nicht, keine Ahnung. Irgendwie ist es so. Keine Ahnung. Einfach keine Ahnung. Während Anja keine Ahnung hat, werde ich gerade hier zerstochen von den Mücken. Hier sind nämlich unzählige Mücken in diesem Haus drin. Draußen im Garten gerade schon ganz viele, hier drin jede Menge Leute. Also, boah, wo kommen die überhaupt her? Muss irgendwie ein bisschen feucht hier drin sein, oder? Mhm. Die kommen doch eigentlich immer nur bei Feuchtigkeit. Sieht eher aus wie so ein Arbeitsbereich hier und jede Menge Laminatboden, der hier steht. Sieht so ein bisschen aus, als wenn der schon verlegt worden wäre irgendwo. Und den hätten sie dann wieder rausgenommen und hier erstmal zwischengelagert. Also wirkt alles wirklich so, als ob die vielleicht ihr Geschäft aufgegeben haben und alles hier erstmal so zwischengestellt haben. Vielleicht hatten sie die Hoffnung, irgendwann, irgendwo nochmal. Das kann gut möglich sein, aber könnte auch sein, dass der Boden hier rausgerissen worden ist, oder? Weil hier ist ja kein richtiger Boden irgendwie drunter, ist ja nur so eine Folie, oder? Das stimmt auch, hier ist eine Folie. Wo hier draufstehen ist Folie. Tja, Fragen über Fragen, ne? Und hier ist auch schon dieses Zeug, was man eigentlich verlegt, wenn man Laminat, Dämmung, verlegen will, ne? So Trittschutz ist das so. Sehr genau, so Trittschutz. Und hier ist der Haupteingang gewesen. Also hier war der Wohnungseingang. Mit einem Spiegel, wie man sieht. Und hier diese Eingangstür. Ah, ich bin fest. Wow. Aber sehr schönes, geräumiges Bad, ne? Also dieses Badezimmer. Sehr modern sogar, finde ich eigentlich. Hätte ich jetzt gar nicht erwartet hier in dem Haus. Nee, ich auch nicht. Aber ja, es sieht schon fast modern aus. Also zumindest die Badewanne, finde ich, sieht sehr schön aus. Sieht sehr, sehr gut aus. Schöne Größe auch. Hey, die Putzmittel, das sieht alles überhaupt nicht alt aus, ne? Mhm. Aber ich meine, wie sieht altes Putzmittel aus? Das ist ja auch wieder die Frage, ne? Aber auch alle noch voll. Hier alles komplett voll. Also für diejenigen, die wieder sagen, das ist sauber hier, ist es auf jeden Fall nicht sauber. Es ist dreckig, das sieht man auf jeden Fall, auch wenn man genauer hinschaut hier in den Ecken. Der ganze Boden ist natürlich siffig und man sieht auf jeden Fall schon, dass es viele Jahre lang verlassen ist. Mhm. Oh, ich guck mal hier oben, die Decke. Die hat ja auch einen übelsten Riss, ne?
Ja, die kommt runter. Ja. Die kommt tatsächlich runter, ja. Aber so, ich hätte im Leben nicht so ein schönes Badezimmer. Guck mal, das ist so eine Badewanne. Whirlpool-Badewanne. Mit Whirlpool-Funktion, genau. Hier sieht man es ganz gut, ne? Hier sind so Blubber-Sachen und sogar Licht, ja. Und dazu einfach hier diese schöne Dusche. Und dann noch diese Gasheizung dazu, ne? Ja, gut, das passt jetzt irgendwie nicht, die beiden. Nee, also jetzt nicht hier, aber so als. Das ist halt so als Abstellkammer genutzt wurde, ne? Ja, es ist einfach halt alles zugestellt worden. Aber es ist schon erstaunlich, ne? Ich glaube, die waren hundertprozentig mal hier, haben hier gelebt und dann irgendwann haben sie hier nicht mehr gelebt und haben dann gedacht, komm, wir haben es noch. Lass uns einfach nutzen, um die Sachen abzustellen. Ja, wahrscheinlich. Okay, jetzt wird die Sache auf jeden Fall sehr kurios, sag ich jetzt mal, ne? Hier auch wieder die ganze Folie ausgelegt und jetzt stehen hier einfach so Roller. Also der ja komplett ausgeschlachtet, ne? Mhm. Aber der da hinten. Das Kennzeichen ist von 2011. Ja, das ist irgendwie sehr, sehr kurios. Ob das mal hier so eine Art Wohnzimmer war? Also ich habe hier auf jeden Fall was sehr Interessantes gefunden. Das ist nämlich ein Ausdruck von eBay. Und da wurde offenbar genau dieser Roller, wo ich gerade vorstehe, zum Verkauf angeboten für 805 Euro. Und das Angebot ist vom 24.02.2008. 2008. Und der Kalender von 2015. Mhm. Sehr komisch, oder? Tja. Wurde leider wohl nicht verkauft, ne? Der Roller ist wahlweise eine Mofa oder ein Roller. Er kann bei Kauf kostenfrei auf 45 km gerüstet werden, wenn gewünscht. Papiere dabei und dann noch Besichtigungstermin und Ort und sowas alles. So Leute, wir sind jetzt draußen und wir suchen jetzt gerade noch die Autos. Denn Fakt ist, in der Garage steht ein Fahrzeug und draußen stehen vermutlich Autos. Zumindest laut Google Maps sieht man das, aber wir kommen vom Grundstück nicht dahin. Jetzt laufen wir gerade hier durch den Wald und schauen, ob wir irgendwie noch die Autos finden. Ich wette mit euch, das ist genau hinter diesem Gestrüpp dort. Ja, okay. Aber wir könnten versuchen, da lang zu gehen. Ja, probieren wir das. Also ein falscher Schritt, Leute, und man fällt direkt den Abhang runter. Und hier, das sieht so aus wie so eine Holzbrücke, oder war das mal der Zaun? Also man kommt sich vor, gerade wie im Dschungel. Und Anja hat gerade schon gerufen, die läuft nämlich gerade vor, sie kann die Autos sehen. Meine Güte, Leute. Hier ist ein richtiger Bambusdschungel. Komplette Zeitkapsel, ey. Ein alten Vorsicht, Opel Tiger, ey. Hier ist ein Nagel, ne? Nee, Opel, wie hieß der? Opel Tiger oder Opel Tigra? Nee. Tigra. Hier ist auf jeden Fall ein alter Opel und da ist ein alter Fiat Punto S. Und ihr könnt gut sehen, wie lange die schon hier stehen. Dahinter ist noch ein Auto. Da müssen wir gleich mal gucken, was das für einer ist. Und hier in der Scheune, hatten wir gerade schon gesehen, ist noch ein weiteres Auto. Ist ultra krass. Da hinten war sogar noch eine Kamera gewesen, da hinten am Haus. Da gab es noch eine Kamera. Und natürlich hier überall wieder diese blöden Mücken, ne? Zwei hier. Krass. Schaut euch mal an, wie das hier aussieht. Ey, voller Moos, komplett voll. Ey. Ich muss mal gucken, dass ich jetzt hier nicht irgendwo in irgendwas reintrete. Ja, das Problem ist, dass hier immer die Nägel rumliegen schon. Guck mal hier rein. Wie viele Kennzeichen hier liegen. Oh ja, boah. Das ganze Auto ist voller Kennzeichen. Offenbar war der irgendwie Autohändler oder so. Ich weiß nicht. Wahnsinn. Alles verschiedene Kreise. Ja, das sind alles verschiedene Kreise. Das ist komisch. Puh. Und sogar offen, der Wagen. Krass. Boah, der stinkt aber anscheinend. Aber guck mal, das kann doch eigentlich nicht sein. Da ist doch eine Plakette sogar drauf. Welchen? Bei dem Kölner. Ist eine Plakette drauf. In der Mitte quasi. Ja, da, ja. Da ist eine Plakette drauf, die ist abgekratzt. Komischer Fund. Ja. Also Yannick hat gerade den Opel aufgemacht, der ist von innen komplett ausgeschlachtet. Man sieht auch bei beiden Fahrzeugen ist die Windschutzscheibe kaputt. Da drüben ist noch so ein, ich glaube, das ist so ein Ford Fiesta, glaube ich, ne? Der Wagen sieht sowieso aus wie so ein Unfallwagen. Ja, die sehen alle, glaube ich, aus wie
Unfallfahrzeuge, ja. Oder? Oder wurde die Windschutzscheibe nachträglich eingeschlagen, ist die Frage. Ja, das kann natürlich auch sein. Das weiß man jetzt nicht, leider. Naja, das stimmt, ne? Aber hier war ja offenbar einer, auch in dem Gebäude war ja offenbar auch schon einer drin. Es gab ja noch ein Fahrzeug, was sich hier in dieser Scheune befindet. Jetzt müsste man aber hier über die verwachsenen Paletten, die auch alle sehr morsch sind, wie man sieht, auch alle sehr nass und dementsprechend mittlerweile sehr rutschig geworden sind. Und hier gucken überall Nägel raus auf den ganzen Paletten. Heißt, man müsste jetzt hier einmal drüber klettern, um dort oben dann in die Garage reinzugucken. Also da müssen wir ganz ehrlich sagen, da sind wir raus, weil das Risiko, hier auszurutschen und in den Nagel reinzurutschen, ist einfach viel zu groß. Und das lassen wir definitiv sein. Nicht wahr? Bestimmt lassen wir das sein. Nein, Anja, echt jetzt. Joey hat auch gerade gesagt, Lester. Das ist, guck mal, die Nägel, das ist zu gefährlich. Ja, gucken kann man ja mal. Siehst du, Joey klettert nicht drüber. Und Yannick hat den Wagen gekauft, oder? Geh mal. Ja, der Wagen. Kannst du da zurückgehen? Nee, warte, du hängst da im Dorn. Nein, geh nicht zurück. Geh nicht zurück, da hinten dir ist direkt ein Dorn. Dann lass mal die Position tauschen. Ja, vor allem mit den Nägeln. Das ist genau hier hinter diesem hohen Gestrüpp. Genau, du musst im Endeffekt über die Paletten und dann musst du nochmal über das Holz klettern. Und dann würdest du da dran kommen erst. Eine Kamera oder ist das? Das weiß ich nicht. Das ist doch von hier aus. Nee, kann ich nicht sehen. Ne? Ja, ich sag mal so. Ich glaube nicht, dass alle Paletten auf einmal einstürzen werden. Ne? Das geht eher um das Wegrutschen. Diese scheiß Dornen. Ja, und er ist jetzt hier auf die Palette hochgeklettert. Komm, glaube ich, nicht so weit. Das bricht hier alles. Aber pass bitte auf, es knackt. Ja, was soll ich machen? Man wird es wahrscheinlich nicht erkennen können, aber dahinter steht auf jeden Fall das Auto. Ah, vielleicht kann man das so. Ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen erkennen. Ja, ich glaube, so kann man es, glaube ich, ganz gut sehen, dass da noch ein Auto steht. Aber fragt mich bitte nicht, was für ein Auto. Ich weiß es nicht. So, jetzt muss ich wieder runter. Ja. Scheiße. Ja. Geht hoch ist immer einfacher als runter. Das stimmt, ne? das stimmt. Hauptsache, Yannick macht jetzt den Weg frei. Danke. Hier wird schon sehr viel Aufwand betrieben, um das... Was tut man nicht alles, ne? Ja. Tja. Um das vierte Auto zu sehen. Und jetzt geht's hier. Ja. Hast du Spaß? Ich hab total Spaß. Hast du Spaß? Ja, das ist meine Lieblingsbeschäftigung. Ja, gut, Yannick hat den Weg freigeräumt. Er hat. Ist trotzdem schmerzhaft. Die Dornen niedergerungen. Ich sollte mal so ein Bettgefälle runterlegen. Mein Gott. Oh Gott, hier sind noch ein paar Dornen über, Yannick. Das ist ein Da ist die Tür, die von innen zu war. Oh, krass. Geht auch noch mal in Fahrt. Sehr schön. Er stieg ins Auto und fuhr fort, wa? Boah, das sieht nicht mal so schlecht aus. Der ist sicher in so einem guten Zustand, weil hier keine Sau reingekommen ist. Ja. Ja. War das auch noch von Schuppen oder so? Ja, das war auch schon abgemeldet, der Wagen. Von wann ist die Zeitung? Ja. Mittwoch, 23. Juli 2014. Ja, das kommt hin, ne? Ja, passt so mit den anderen Sachen überein. Und hier halt noch dieser Wagen in absoluten Zeitkapselmodus, ne? Also. Ultra, ultra heftig, Leute. Hier liegt überall Zeitung. Und hier einfach noch dieser alte Wagen. Schöner Kombi. Ist sogar offen. Boah, sieht aber echt gut aus, ja. Warte, ich bin alternativ. Wow, guck dir das mal an mit den Spinnennetzen hier, ey. Das ist aber echt gut. Ultra Zeitkapsel hier drin, ey. Krass. Sehr gut gehalten, der Wagen, Leute. Und der ist absolut nicht verschlossen, wie man sieht. Der riecht so richtig nach Neuwagen noch, ey. Der riecht wirklich safe nach Neuwagen. Schade, dass man nicht sehen kann, wie viel der gelaufen ist. Aber das. Vielleicht finden wir irgendwo noch einen Schlüssel. Das sieht man ja hier, ey. Mit den Spinnennetzen und hier der Blick nach hinten.
Das ist ein super Auto, ey. Oh, warte mal, Yannick. Ja. Perfekt. Der ist gelaufen. 81.866. Ja. Gar nicht viel, ne? 81.000, ne? Das ist eigentlich nicht viel, ne? Schön. Was machst du denn da oben? Ich habe ein Bild von hier oben gemacht. Okay. So, Leute, wir sind am Ende angekommen. Wir hoffen, das Video und die ganze Tour hat euch gefallen. Schaut gerne bei Yannick und bei Joey vorbei. Alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und schaut bei Revolution Race vorbei, unserem Partner. Nutzt ihr den Rabattcode auf jeden Fall, damit supportet ihr weitere Touren. Und dann sehen wir uns bald wieder. Und bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.